Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fluss- und Segenbox von Kado und Freeze. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fluss und Segen am 18.05. erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal Folie ab. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine grau-weiße Box mit zwei Herrschaften auf der Front. Darunter lesen wir Kado und Freeze, Fluss und Segen. Hier haben wir die beiden abgebildet, in so einer Comic-Variante, in schwarz hier so aufgezeichnet. Unten zieht sich dieses Grau-Weiß durch, rechts ebenso, oben ebenso, auf der linken Seite auch. Und auf der Rückseite lesen wir nochmals Interpreten und Albumtitel und dann auch Copyright, Credits und Barcode. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox, bedeutet wir machen das hier an der Seite auf und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal das Album an sich, die Instrumentals zum Album, ein Shirt, zwei Sticker und ein Poster. Die Box von innen glatt weiß. Machen wir mal wieder zu. Und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, das Album und das Shirt, werden wir die mal aus der Folie holen. Also, starten wir mit dem Shirt. Einmal, und dann haben wir natürlich noch das Album. So, wo machen wir es am besten auf? Wahrscheinlich hier. Jawohl. Gut, so sieht das Ganze aus. Vom Cover her 1:1 wie auch schon das Boxcover. Die Album-CD kommt in einem Standard-Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch wieder Kado und Freeze, Fluss und Segen. Und auf der Rückseite haben wir dann 15 Tracks an der Zahl. Wir haben zwei Features, und zwar haben wir einmal ein Feature von Manuelsen und einmal von DLG. 15 Tracks, Credits und Barcode. Hier geht das Ganze auf. Wir schauen mal ins Booklet. Also wir haben hier die beiden Interpreten abgebildet und die gesamte Tracklist inklusive der Infos, wer da gefeatured wurde oder wer das Ganze produziert hat. Weitere Aufnahmen der beiden Herren. Dann haben wir hier noch eine Danksagung, die die beiden hier gemeinsam verfasst haben dürften. Und dann haben wir hier noch die Infos zum Album, wo das Ganze aufgenommen wurde, wer das gemastert hat, etc. Sehr schön. Auch hier nochmal die Copyright-Infos. Die Album-CD ebenfalls in diesem Grau- und Weißton gehalten. So sieht das aus. Rückseite ebenfalls in Grau und Weiß, in dieser verwaschenen Optik. Dann haben wir zum Album die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, in so einem Digisleeve. Instrumentals lesen wir hier und auch hier wieder 15 Tracks an der Zahl. Die CD auch schlicht in Grau und Weiß gehalten, nur mit dem Zusatz Instrumentals hier. So sieht das aus und wie gesagt in einer Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker an der Zahl, beide quadratisch, einmal in Grau und Weiß, diesen hier. Kado und Freeze, Fluss und Segen und dann hier noch Dope est Dope. So sieht das Ganze aus, zwei Sticker quadratisch. Dann haben wir ein Poster und dieser sieht so aus. Also auch hier wieder die beiden Interpreten abgebildet in schwarz bzw. in grauer Kleidung und Caps am Start. Und auch hier lesen wir wieder Kado und Freeze, Fluss und Segen. So sieht das aus. Das Ganze kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt. Die Rückseite ist blank weiß. Schönes Poster. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar lesen wir auch hier wieder Kado und Freeze, Fluss und Segen. Rückseite ist blank, also kein Neckprint.
Und was spannend ist, was ich so auch erst selten gesehen habe, ist, dass wir hier unten auf der Seite auch nochmal das Label haben, über das Ganze erschienen ist, also Chapter 1. Sieht man echt selten, dass hier irgendwie das Label noch aufgedruckt ist. Und wir haben es zu tun, wie so oft, mit einem Gillian Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Aufdruck auf der Brust. Kaido und Freeze, Fluss und Segen. Und dann, wie gesagt, unten auf der Seite lesen wir dann noch Chapter 1. Ebenfalls in schwarz. Vom Design her sehr, sehr minimalistisch gehalten. Weißes Shirt mit schwarzem Aufdruck. Und hier lesen wir wirklich nur Interpreten und Albumtitel. Ist es nicht ganz so mein Stil, also ich würde dieses T-Shirt persönlich eher nicht so anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann die beiden Sticker, beide in quadratischer Form. Die Instrumentals zum Album, diese kommen in einer Papphülle. Das Poster A1 dürfte das sein von der Größe her, im Hochformat, einseitig bedruckt. Und natürlich das Album an sich mit 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Fluss und Segen von Kaido und Freeze. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaido und Freeze unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.